Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute mal den Multiplayer mal testen, weiter testen. Jetzt mal von Diorama sind wir jetzt auf die Karte Koblenz gewechselt. Mit dabei natürlich der Phasus. Hallo. Wir haben den Hobby. Hallo. Und der Frontmann von Lotus ist da. Hallöle. Genau, der Steven ist da und zusammen wollen wir uns das Ganze mal angucken. Wir hätten euch lieb gerne Düsseldorf gezeigt, allerdings gibt es da scheinbar noch ein paar Probleme, was die KI da betrifft. Deswegen, ja, hatten wir mal eine andere Karte testen wollen. Koblenz scheint eine Karte zu sein, wo es halt funktioniert, also scheint nicht so funktioniert. Von daher sind wir heute mal auf der Linie 11 unterwegs, von Hauptbahnhof nach Karlsplatz, glaube ist das. Ist korrekt. Ist korrekt. Hört sich gut an. Und von daher, ja, lassen wir jetzt mal den Spaß jetzt hier mal beginnen und rüsten mal auf und gucken uns mal an, wie die KI denn mal auf der Karte funktioniert, die nicht nur im Kreis fährt. Von daher, los geht's. Gut. So, Ton ist da. Okay. War die 11, wa? Ja, die 11. Und Route war? 1. Sehr schön. Na dann, mal vorziehen. Können wir jetzt bitte schon Fenster aufmachen? Nee. So, Kollege kommt uns entgegen hier. Pause. Dürfte jetzt gleich vorbei sein. Was mir ein bisschen auffällt ist, ich habe hier, also das ist jetzt kein richtiges Stottern oder sowas, sondern manchmal habe ich das Gefühl, dass es mal ein bisschen langsamer wird. Ist bei euch genauso? Nö. Also ist mir jetzt, bei Diorama ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass mir jetzt hier, wenn du nachher auf der Straße bist, wir drehen jetzt erstmal. Bist du auch auf der 11? Ja. Was ist denn das für eine Anforderung? Ach so. Auch komisch, dass die Anforderung ausgeht, bevor die Signalung kommt. Aber gut. Wollen wir die Fahrgäste einsteigen lassen? Ja, wie ihr alle wisst, das ist die Karte von Jufa. Ja, der bastelt ja an der Karte ab und zu mal. Ich weiß nicht, wann das letzte Update rauskam. Glaube, wo die KI-Fahrzeuge kamen, ne? Oder gab es dazwischen nochmal ein Update? Ich weiß es nicht. Gut, keine Kommentare. Also gehe ich mal davon aus, dass sie selber nicht wissen, dass da irgendwas kam. Die Karte, die eignet sich eigentlich ganz gut zum Testen, weil er hier immer schon die neuesten Sachen mal versucht einzubauen hier. Ja, von daher. Bietet sich das an? Victamina, die hatten ja auch den KI-Verkehr schon drin, ne? Aktuell ein Public-Update glaube ich noch nicht. Ach so. Haben die auch noch nicht drin, ne? Nur in der internen Beta. Sonnenburg oder Sonnenstein, wie das hieß, die hatten ja auch, das war ja eine Singleplayer-Karte, ne? Ja. Genau. So, dann machen wir mal jetzt hier mal den Knopf drücken, damit wir auch mal losfahren können. Aha. Angefordert. Ihr seht da natürlich schon, ne, die Fahrzeuge fahren, also funktioniert. So, jetzt haben wir nun die KI-Fahrzeuge jetzt ja auch mittlerweile im Spiel drin. Es funktioniert ja auch. Ihr seht's. Klar, hat man hier irgendwo noch so den ein oder anderen Fehler drin. Bimmelt da. Begegnungsklingel.
Aktuell Hochbetrieb hier. Das kannst du aber auch hier. Ja, nur hier. So viele Spiele haben wir noch nicht. Achso, will da nicht mal aufhören zu bimmeln? Warte. Besser, Obi? Nö, wir müssen immer noch hier. Dann ist das leider der Bug von Lotus noch. So. Nächste Haltestelle, Jan Welleplatz. Wegen Banküberfall. Robby, ich kann da nichts für. Ich kann auch mal klicken. Besser? Ja. Wegen Banküberfall. Also wie gesagt, das ist leider noch ein Bug, der noch aktuell besteht. Wenn ich jetzt noch Phase kriege. Das wäre traumhaft. Ja, aber können wir mal die Zeit nutzen, mal ein bisschen drüber zu reden. So, jetzt ist ja die KI ja nun da, ne? Die funktioniert, sie fährt. Wie gesagt, so teilweise manchmal noch mit ein paar Aussetzern, was aber komplett normal ist. Ja. Muss ja auch erstmal alles richtig optimiert werden und der ganze Quark. Ich glaube, es ist ja auch nur die simple KI, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die nur drin ist. Was könnte man denn jetzt so als nächstes zum Beispiel, oder was würdet ihr euch denn jetzt zum Beispiel so als nächstes vorstellen, was man jetzt hier noch machen könnte? Also natürlich Steven, der braucht darauf natürlich nicht zu antworten oder hat gar nicht zu antworten darauf. Ja, Frage richtet sich eher so an uns drei, also Phasus, mir und dem Hobby. Habt ihr da euch da schon mal so ein bisschen was überlegt jetzt dazu? Jo, dann würde ich einfach mal anfangen. Also ich würde mir wahrscheinlich jetzt als nächstes Feature die Fahrpläne wünschen. Oh, okay. Ein Hobby? Die Fahrgäste, dass es ein bisschen Leben reinkommt. Also ich bin der gleichen Meinung wie Hobby. Wenn man schon gerade bei der KI ist, ne, da könnte man natürlich das eine mit dem anderen wahrscheinlich ja umsetzen. Wird wahrscheinlich auch seine Zeit dauern. Ne? Also das ist jetzt auch nicht von jetzt auf gleich machbar. Ne, aber wenn man ja sowieso gerade in der Materie KI drin ist, dann würde ich wahrscheinlich auch eher das wählen. Also nicht, dass Menschen jetzt hier so an den Gehwegen rumlaufen oder sowas, sondern dass zumindest Fahrgäste zumindest schon mal an den Haltestellen stehen, eventuell sogar schon den Weg in den Zug schaffen. Das ist ein bisschen wie beim Train-Simulator, würde ich mir das eher so vorstellen, so weißt du? Ja. Nee, also ich würde eher das Fahrplan-Feature bevorzugen, einfach damit man schon mal Fahrpläne erstellen kann. Und ich denke, das ist praktischer, wenn man erst Fahrpläne erstellt und dann den Verkehr. Also den KI-Verkehr in dem Sinne, Straßenbahnkollegen, aber auch KI halt in Sinne von Fahrgäste dann mit implementiert. Weil in gewissem Maße sind die Fahrgäste ja auch Fahrplan-KI. Gerade in Tagesrandlagen ist es ja so, da stehen ja nicht immer Fahrgäste an den Haltestellen, sondern die stehen halt auch nur da, wenn gerade aktuelle Züge fahren. Ja, man könnte es halt so ein bisschen machen wie bei, na, wie es zum Beispiel Drachen München schon gemacht hatte. Da ging es ja auch irgendwie, dass die Menschen ja da standen und auf einmal im Zug sitzen. War jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung, die man da gefunden hat, wahrscheinlich. Ne? Und der Drachen München wollte da wahrscheinlich mit seinem Kopf da selbst durch. Hatten wir ja nun ausführlich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen gehabt, ne, Drachen München. Aber sowas wäre eigentlich schon eine coole Sache. Tatsächlich. Also ich würde mir persönlich das mehr wünschen. Weißt du, klar, dass jetzt hier keine Menschen rumlaufen, kann ich verstehen. Ne? Das ist wahrscheinlich noch viel, viel zu viel. Und weiß ich nicht, aber so, das sind schon die ersten Menschen, zum Beispiel, wie gesagt, an den Haltestellen stehen, das wäre eigentlich doch, also ich glaube, damit könnte ich mich dann schon eher abfinden, als wenn es erstmal keine Fahrpläne gibt, so. Wie man sie natürlich spawnt, ist natürlich eine andere interessante Sache, so wie du schon sagst, halt, ne? Nächste Haltestelle.
Aber ich weiß nicht. Also das wäre so auf jeden Fall mein Feature. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr euch jetzt so als nächstes vorstellen könntet, was jetzt so reinkommt. Reinkommen sollte, reinkommen könnte. Ja, dann nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt es einfach mal rein, einfach mal so die Ideen sprießen lassen. Und dann, kann man sich ja vielleicht darüber mal so ein bisschen unterhalten. Ja, weil seid ihr mit der Anzug und du fährst ja eigentlich nur so rum, dann wird auch der Spaßfaktor dann vorbei. Also dann fährst und da steigen zum Beispiel Menschen schon ein oder Fahrgäste, dann hast du eher den Spaß, zur Runde zu fahren als ohne. Naja, das ist halt so eine. Kann man ja diskutieren, da kann ja auch jeder eine andere Meinung zu haben. Ne? Wäre eine lustige Idee schon mal. Ne? Gut, Fahrpläne, aber für Bäume. Ne, ich meine, es ist ja noch relativ viel Arbeit, ne? Es ist ja nicht gerade wenig, was Lotus sich da aufgeheizt hat. Ja. Das freie Bewegen zum Beispiel steht ja auch noch aus, die Leitstelle steht aus, aber Leitstelle wäre wahrscheinlich ein Punkt, den man wahrscheinlich als letztes machen sollte. Wenn erstmal alles weit funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen doch, ich glaube, ich würde die Menschen wünschen. Nächste Haltestelle. Das muss man überraschen. Ja, bis jetzt kann man auch noch keine Umfrage oder sowas. Das jetzt als nächstes machen wollen. Aber die sind auch noch nicht fertig mit der KI, oder? Steven? Mit der simplen KI glaube ich schon soweit. Bin mir auch nicht genau sicher. Aber später kommt da ja dann irgendwann die komplexe KI. Okay. Aber halt erst irgendwann später nach den Fahrgästen. Das hört sich gut an. Ja, wie gesagt, macht ja Sinn, ne? Wenn. Achso, erst nach den Fahrgästen. Ah. Vermute ich mal. Genau weiß ich es auch nicht. Ja, also wie gesagt, also schreibt es euch da unten aus, tobt euch aus in den Kommentaren. Dann können wir mal ein bisschen spekulieren, was man so als nächstes machen könnte. Aber klar, Bus steht aus, die Straßenbahn ist aber nicht fertig, die Berlin-Karte fehlt. Nee. Also es gibt eigentlich genug zu tun. Für Lotus, ja, da kann man wirklich jetzt sagen, was man will. Also sie können sich da eigentlich nehmen, was sie wollen, aus der breiten Palette, die noch offen ist. Ja, aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, der Spielspaß, der würde tatsächlich jetzt noch mehr wahrscheinlich denn steigen, wenn halt wirklich die Menschen da wären, ne? Also die KI-Fahrgäste. Wenn du dann halt in den Spiegel reinguckst hier zum Beispiel und du siehst dann, wie sich die Menschen da reinbewegen oder sowas. Ich glaube, das hat ein ganz anderes Feeling. Als wie wenn du mal an so eine totenleeren Bahnhöhe, also Bahnsteige ranfährst, wo halt nichts los ist. Ja. Und ich dachte halt so, ne, das eins könnte man, wie gesagt, mit dem anderen verknüpfen. Wenn man ja sowieso schon gerade in der KI ist, warum nicht auch dann irgendwie versuchen, die Menschen zu platzieren oder sowas. Da müssen natürlich auch Menschen gefunden werden und sowas. Ja. Oh, vielleicht kann man einiges dazu machen. Die S-Bahn, vielleicht auch die U-Bahn, die Züge. Gut, aber das ist so Content, den glaube ich, der wird wahrscheinlich, der steht ganz weit hinten an. Oder, Steven? Was genau? Naja, so war ja noch mehr geplant gewesen von Notus, so zwecks U-Bahn und alles sowas. Ich glaube, das steht ja ganz, ganz weit hinten an, oder? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß, das Wings-Modul steht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz hinten. Das was? Achso, Wings. Das Wings-Modul. Aber an U-Bahn zu kommen, soll, steht glaube ich noch ganz fest. Bitte aussteigen. Ja. Stehst du links oder rechts? Ich bin rechts. Du hast auch schon links angefordert. Ist auch alles angefordert, aber gut. Ja, also wie gesagt. Das wäre jetzt so unsere Vorstellung auf jeden Fall, was man so als nächstes jetzt hier machen könnte. Klar, wie gesagt, es ist noch einiges offen, an Bugs, die behoben werden müssen. Also da müssen, brauchen wir uns, ja, können wir uns wahrscheinlich lange drüber unterhalten, aber. Ja, und die Performance muss man wieder runterschrauben. Zum Beispiel vermisse ich auch so ein bisschen gerade so den. Ich weiß, nicht viele nutzen dieses Future, aber es ist halt schön, dass halt Lotus dieses Future halt besitzt, ne? Dass man mal in so eine Richtung der VR mal geht. Ja, dass da mal wieder irgendwie was passiert, aber ich glaube, das ist so ein.
genauso ein Punkt, der wahrscheinlich eher hinten ansteht. Aber es wäre auf jeden Fall so eine Sache, weil VR habe ich jetzt getestet, also ist auf Karten wie Düsseldorf ist möglich, aber es macht halt keinen wirklichen Spaß halt, ne? Weil das halt einfach schon sehr extrem leckt. Auf der Karte Diorama kannst du es gut machen, ne? Also da funktioniert das halt schon, aber das ist halt nur im Kreis fahren. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so spektakulär ist mit der VR-Brille. Schön ist aber, wie gesagt, die Fahrzeuge, die man sich da angucken kann, und ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn man jetzt mal hier so ein bisschen so, holy shit, Alter, wie gut die Fahrzeuge aus Düsseldorf aussehen in der VR-Brille, das ist schon mega Hammer. Also, das muss man mal lassen. Also, wenn man eine VR-Brille hat, ne, dann sollte man da auf jeden Fall mal rinlinsen. Ja, wie ihr seht, wir sind alle an der Endhaltestelle hier angekommen, von der Linie 11. Fahrzeug hat schon Pause wieder geschildert. Das wichtigste Wort wohl, oder? bitte nicht da einsteigen. Wir werden jetzt die Aufnahme beenden, werden jetzt mal so lange arbeiten, bis es wieder dunkel wird. Mhm. Und werden dann hier mal so einen kleinen Abendkurs wieder mal zurückfahren zum Hauptbahnhof, denke ich mal. Um einfach mal auch zu sehen, wie sieht es denn so aus, wie die Fahrzeuge denn so sich im Dunkeln so verhalten mit den Scheinwerfern und Rückleuchten und alles, was. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Könnte vielleicht auch nochmal ein kleines Highlight werden. Also wenn ihr das unbedingt sehen wollt, wieder einschalten zur nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, würden wir uns sehr darüber freuen. Und sonst nehmt gerne teil an unser Gespräch, was ihr euch als nächstes wünscht, so für den Lotus-Simulator. Nutzt die Kommentarfunktion dazu. Wir verabschieden uns, bedanken uns, sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.